Hallo und herzlich willkommen zu Everybody's Tennis. Ich bin euer Mr. Bellam 1974, der sich mal eben gerade richtig hinsetzt, ganz professionell. Und wir sind in Folge 8. Jetzt wollte ich den mal anlabern, den Igawa. Ich wollte dich wirklich anquatschen. Ich bin Kameramann, das ist das Studio. Jetzt darf noch niemand hinein. Der Probenraum ist da drüben. Viel Glück, Sie können es brauchen. Okay. Gut, muss ich erstmal dahin. Bando, der letzte Kandidat von Happy Tennis Club ist da. Okay, lassen Sie mich das kurz durchgehen. Alle Teilnehmer des Castings für die Unterhaltungssendung Tennis Dupont sind hier. Sie kämpfen um die Chance, ein Tennisspiel gegen den Filmstar Colin zu bestreiten. Spielen Sie gegen alle anderen Kandidaten. Wir ermitteln den Finalisten anhand der Leistung. Auf Hochdeutsch, wir müssen alle besiegen. Hibiki, guten Morgen! Entschuldigung, ich bin zu spät. Das ist Hibiki, der Tennislehrer unserer Shoho. Der gehört mir. Hibiki wird heute gemeinsam mit uns den Finalisten ermitteln. Hallo Leute. Und jetzt Hände weg von Hibiki, der gehört mir. Fangen wir jetzt mit dem Casting an. Geben Sie Ihr Bestes. Jo. Kann ich dir auch mal erzählen? Sie sind wegen dem Casting hier. Ich bin Nate, Lehrer von Tennis Dupont. Fordern Sie andere heraus, die im Raum vorsprechen. Der Finalist tritt im Fernsehen gegen Filmstar Colin an. Bestehen Sie das Casting, um gegen den großartigen Colin zu spielen. Geben Sie Ihr Bestes und jetzt aus der Sonne. Hoffen wir ein gutes Spiel. Ich freue mich drauf. Pancho. Grüße an den Alpha hier. Hallo, ich bin Pancho von der Laguneninsel. Und ich bin keine Klischeefigur. Auf der Insel schlagen wir den Ball etwas vor oder hinter dem Körper. So kann man das Training besser variieren. Nein, Hugo, du spielst nicht. Du spielst nicht. Du kannst auch Loyalität verlieren. Das ist mir vollkommen egal. So. Vier Spiele müssen wir machen. Alles klar. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, klatsch dich mal. Klatsch dich mal selber und so. So, mal gucken, ob wir uns besser anstellen als gegen den Wachmann. Ich glaube, ja. Er war jetzt auch ein geiles Outfit an. Frauen eben. Ja, toll. Das war nicht so pfiffig, mein Poncho-Freund. Sonst, um den Witz zu machen, eigentlich der Name sonst eines Katers. Kater bleibt bei deinen Mäusen. Ah! Ja. Das ist souverän. Ich hab's auch noch gar nicht gesehen, wie er diesen Ball da oben getroffen hat. Boah, der war knapp. Aber passt. Du kannst ja echt nichts, mein Freund. Kein Wunder, dass du zum Casting musst. Alle gehen auf den Court. Du gehst zum Casting. Das habe ich gesehen. Du hast auf Frau gezielt. Bist du ein Gentleman? So. Machen wir das eben fertig. Ich glaube, gleich kommt auch die Stelle, wo man den anderen Ref hat. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Wow. Das mache ich auch nicht so gut, wenn ich ganz ehrlich bin. So, besser. So, komm, mach ganz schnell 2-0. Wir haben ein wenig Zeit. Das ist doof. Ohne, machen wir ohne Advantage. Ich glaube ja, ne? Ja, steht spielbar, also. Kann ich das Spiel jetzt eben holen. Oh, Level 4 gegen Level 4. Sehe ich gerade. Aber ich spiele für Level 4 besser, mein Freund. Du
Das war mal wieder glücklich. Aber das schaffen wir schon. Ja, komm. Zack. Gar nicht diskutieren. Ja, natürlich gewinne ich das Spiel. Also, was denkt ihr denn? Ist der Papst katholisch? Alter. So, komm. 3-0. Mal hin. Das kommt dann auf jeden Fall gegen die beiden, die da standen. Ich glaube, das sind diese Comedians. Ich glaube, dann hat man das Casting schon gewonnen. Ich glaube, so lange war das, glaube ich, gar nicht. Du spielst mir nicht aus. Niemand spielt mich aus. Niemand. Das war zum zweiten, dritten Mal, ne? So. So nicht, mein Freund. So, komm. Matchball. Mach fertig. Danke. Das war souverän. Und das war mit der Dominanz. Ja, ja. I did it. You did nothing. So, komm. Ich brauche Loyalität. Ich brauche Dominanz. Oh nein, ich habe verloren. Was soll ich den anderen Inselbewohnern sagen? Sie sind ein erfahrener Spieler. Bitte besuchen Sie uns Insel irgendwann. Lani und die Inselkinder erwarten Sie. Ja, eine Insel mit zwei Bergen und so. Alles klar. Hario und Terio. Was erzählst du mir denn? Oh, sie gehen auch zum Casting. Ja, deswegen bin ich hier. Wir sind seit 9 Jahren Komiker und jetzt müssen wir an einem öffentlichen Casting teilnehmen. Dabei sind wir so unglaublich lustig. Kennen Sie den Klopfwitz? Aber unsere Hoffnung zerstört das nicht. Während meiner Schulzeit war ich sehr gut im Tischtennis. Tischtennis ist anders als Tennis, Kumpel. Blödmann. Ja, aber er war der Manager des Tischtennisteams. Das ist ja noch viel schlimmer. Sie haben doch nicht mal einen Schläger gehalten. Das war alles, meine Damen und Herren. Danke, vielen Dank. Sie waren ein beeindruckendes Publikum. Das reicht. Spielen wir eine Runde. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Mist. Sie wechseln das Tempo wie ein Autofahrer einen Schluck auf. Ha? Ach, jetzt muss ich wieder doppelt spielen, ne? Es ist zwecklos. Fight. So, natürlich. Nehme Bridget, ne? Komm. Oh. Ja, ja, komm, mach hin. So. Ist auch Level 4. Aha. Bridget war schon Level 4 oder passen sie das automatisch an? Ist nur ein Loyalitätswert. Nicht passt. Egal, muss ich mal aufpassen. So. Zweites Doppel. Und wir fangen an mit Rückschlagen. Das soll da nicht klappen. Ich denke ja. Ich will gegen den Superstar antreten. Bist du bescheuert? Ach, das zählt. Nö, ist klar. Aus der Abteilung Spieler doof zählt. Oh, der war nicht schlecht. Zwar ist deine Frisur sicherlich in den nächsten 120 Jahren nicht mehr in, aber... Das war... besser. Das eine war richtig schlecht. Da seht ihr, dass er da was freilegt. Ach, das ist hier dieses Akira-Ding. Gegen den Hasen, den wir gerade gesehen haben. Na, 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 Verlisselhof war das direkt das erste Auftragsspiel. Du Null. Terio, Hirio. Habt ihr gesehen? Das war er. Genau. Hab da oben die Decke getroffen. Zack, ist aus. Sieh so eine Pinata, dann kommt da was raus und zack, verloren. Na komm, so einfach mache ich es dir nicht. Gewinnst nicht. Schön. Bridget macht das gut, da seht ihr.
Schön, hast du es gemacht. Ja, komm, da kannst du auch mal feiern, Blondie. Ist ja wahrscheinlich ewig naturblond. Oder echt blond, überhaupt blond. Gefärbtes Luder. Oh, schön. Ja, da kannst du dich aufregen, ne? Reg dich auf. Jawoll! 2-0. Schöne Sache. Schöne Sache. Schöne Sache. So, aber den Komikern mal zeigen, dass sie ausgelacht haben. Wenn noch irgendeiner mal mich mal einen Ball abzielt, werde ich bitter, bitter böse. Du kannst auch übers Netz, du blöde Kuh. Aus der Abteilung funktioniert das Team ja sicher. Wenn ich sie ein paar Mal schlage. Du willst dein Auftragsspiel durchkriegen, was? Schön. So, noch nicht. So schnell noch nicht, Freunde. Ihr Instant-Komiker. Ja, und machen rein. Du bist doch bescheuert. Habe ich das gesehen? Kann ich tatsächlich meine eigene Partnerin schlagen? Geht das? Moment. Es geht. Das ist bescheuert. Das ist ein geiles Feature. Na komm. Das ist geil. Kann ja richtig in den Rücken hauen. Das ist ja bescheuert. Ich glaube, das war die Retourkutsche. Wir gewinnen aber trotzdem. So, komm. Mach streng hier an. Die haben es auf mich abgesehen. Kann das sein? So, da ist mein Nick. Jetzt will ich aber noch mal gucken, ob ich hier noch mal einen verpassen kann. Machen wir es mal eben selber. Das ist ja cool. Na gut. Aber der war schlecht von mir. Aber ist ja cool. Verhau die Bridget. Ist das geil. Ich glaube, sie mag mich wirklich nicht mehr. Das kann man tatsächlich. Streng die an. Geht auch. So. Ja, kannst ein bisschen Schrumpfschier liegen. Und jetzt springe ich nochmal ins Kreuz. Das ist ja bescheuert. Das ist ja bescheuert. Oh. Jetzt kann ich den Mörder mit der Froschmaske spielen. Ja, ja, ja. Wenn sie ausgemastert ist, vielleicht nehme ich dann sogar irgendeinen. So. Jetzt klingt das Telefon. Ich bin Bando. Hallo. Wie Colin ist schon im Studio. Mist, er hat einen langen Arm. Ich hatte gerade ein Spiel mit Akari. Egal, ich werde da sein. Nate, Colin ist im Studio. Ich gehe auch ins Studio. Hibiki, es tut mir leid. Wählen Sie bitte unseren Fitternisten und dann sehen wir uns gleich wieder. Verstanden? Verstanden. Das macht mir Angst. Okay, wir sehen uns später. Ciao, ciao. Adele.
Wie werden Sie die Auswahl treffen? Ich werde den Spieler wählen, der am besten gespielt hat. Ja, wer mag das wohl sein? Ein Spieler ohne Erfahrung und mit großem Potenzial. Perfekt für ein Spiel mit Colin. Als unseren Finalisten wähle ich den Mitglied des Happy Tennis Club. Ich bin mir sicher, dass das Spiel mit Colin sehenswert wird. Ja, voll geil. Der Rest von Ihnen wird später zum Publikum im Studio stoßen. Also bitte halten Sie sich bereit. Sie müssen das Publikum auffüllen, sonst merkt man, dass das alles nur abgehangen ist und dunkel ist. Warten Sie! Sie sind ein Mitglied des Happy Tennis Clubs. Stehe. Ich werde das nur einmal sagen. Geben Sie den Club auf, solange Sie dazu in der Lage sind. Zu Ihrem eigenen Wohl. What a twist! Das ist ein gut gemeinter Rat. Wenn Sie Tennis spielen möchten, dann tun Sie es woanders. Wir sehen uns. Dam, 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 dam! Boah. So, kann ich hier noch was machen? Glückwunsch für das Bestehen des Castings. Zunächst gehen Sie ins Aufnahmestudio durch die Tür am Ende der Halle. Ich freue mich am tollen Spiel zwischen dem Sieger und Colin. Auch ich liebe es, Tennis zu spielen, natürlich. Aber meine Arbeit als Schiedsrichter nimmt mich sehr in Anspruch. Was, Sie möchten mich als Schiedsrichter haben? Selbstverständlich, sagen Sie mir Bescheid, dann gehe ich überall hin, wo ich gebraucht werde. Zack. Wir haben einen Schiedsrichter gespielt. Aber bitte zahlen Sie mir Fahrkosten. Nö. Bescheuert oder was? So, besiegt, besiegt, besiegt. So, dann können wir ins Studio. Müssen wir da noch was machen? Achso, können wir die Kisten kaputt machen? Ja. Können wir da mal ein bisschen was kaputt machen? Kamera. Sie haben das Casting bestanden, das ist klasse. Colin, gehen Sie hinein und begrüßen Sie in dem Showgeschäft. Kann es nie schaden, höflich zu sein. Gut, wie bei YouTube wissen wir ja eigentlich nicht, ne? Ist ja scheißegal. Würde ich sagen, setze ich hier einen Cut und dann sehen wir uns in Folge 9 wieder und dann wisst ihr, was hinter der Tür ist. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und euch um mal zu ärgern. Abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn ihr dazu Lust habt. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.